wundervollen guten Morgen, digitalen Tomatennomaden. Heute mal mit einem anderen Energielevel als sonst. Heute war schon ein tricky Vormittag. Jetzt gestern sind die letzten APC-Interviews online gegangen. Der letzte Tag mit Karl S., mit Matthew Mockridge und mit Christian Bischoff. Die Dinger alle rausgegangen und jetzt heute Morgen aufgewacht und gestern wieder, wir waren wieder bis 3, 4 oder sowas on fire und ich merke einfach jetzt gerade, mein Körper nimmt sich jetzt gerade diese Auszeit, der sagt jetzt, Robert, chill mal, jetzt ist es 17 Uhr oder sowas, ich war jetzt den ganzen Morgen noch mit Kati hier und wir haben lang geredet und auch sehr, sehr, sehr emotional und das war eine sicke Zeit und das sieht in den Videos oft auch nach außen einfach immer so leicht und so, ja, alles Friede, Freude, Eierkuchen, das funktioniert und so, aber das ist es echt nicht irgendwie, auch die, ja, das ist einfach irgendwie erstens eine krasse Verantwortung gegenüber anderen Menschen, eine krasse Verantwortung gegenüber mir, meinen Ideen, die ich umsetzen will, gegenüber all dem, was wir in 2017 auch machen wollen und die APC ist schon, da hängt schon einiges dran so und da mache ich mir natürlich auch noch eine Menge Gedanken und das alles auf die Reihe zu kriegen und dann nebenbei auch irgendwie, ja, mit Kathi ein bisschen an unserer Beziehung Raum zu haben und dann auch mal wieder irgendwie Zeit für mich und einfach das alles zu verstehen und zu verarbeiten, so gefühlt in den letzten halben Jahr oder sowas, hatte ich keinen Tag, wo ich irgendwie das Ganze durchdrungen habe, was ja eigentlich alles passiert, so, aber das kommt auf jeden Fall. Deswegen beginnt dieser Vlog an einer anderen Stelle und nur das als kleine Einordnung, weil ich bin kein Fan davon, dann jetzt zu sagen, so, ja, yeah, Leute, geil, geil, und dann die Kamera wieder auszumachen und dann, es ist halt einfach nicht immer alles super, super easy und super perfekt und so. Und ich bin unfassbar dankbar, das Ding rockt 10.000 Leute und das Feedback gestern wieder. Und also ich bin unfassbar mit dem APC-Ding so und ich merke jetzt aber gerade so, okay, das war jetzt auch, da ist schon auch Energie reingeflossen. Wir sind übrigens heute wieder auf der G7X zurück. Ich weiß nicht genau, die gute A7S spackt irgendwie rum. Ich habe das Gefühl, vielleicht hat irgendjemand von euch eine Idee, ich habe das Gefühl, dass immer, wenn es sehr feucht ist, wenn es sehr regnet, dann spinnt die immer rum. Angefangen hat das mit, ich war bei Kathi in Rom und dann haben wir halt so Fotos gemacht, so richtig geile mit, die Welle schwappt da so hinter ihr hoch und so und dann hat die Kamera halt auch echt irgendwie einiges an Wasser abbekommen und da ist auch oben der Blitzschuh kaputt, weil da so Salzwasserrückstände drin sind, deswegen kann ich den nicht mehr benutzen. Und ab und zu ist es so, dass die Kamera einfach sagt, Memory Card kann nicht gelesen werden, bitte neu reinmachen. Dann mache ich es neu rein und es geht einfach nicht weg. So, und genau das gleiche Problem hatten wir gestern auch. Gestern Nachmittag und dann den ganzen Tag, deswegen habe ich ja gestern auch, wie du gestern, komplett Instagram-Story gevloggt. Und abends ging es dann auf einmal wieder so. Und jetzt heute Morgen aufgewacht und es ging wieder nicht. Und es, vielleicht liegt es daran, dass den ganzen Tag regnet. Ich habe keine Ahnung, vielleicht ist es auch random. Kein Schimmer, auf jeden Fall. Schön, dass wir hier die alte Möhre auch noch am Start haben. Morgen. Kleiner Special Hack für alle, die wissen wollen, wie man seinen iPhone-Screen am Laptop abspielt und aufnimmt. QuickTime ist ein sehr, sehr cooles Programm. Dann kannst du einfach, ich habe das jetzt hier einfach angeschlossen, ganz normal. Öffne ich QuickTime, mach Videoaufnahme und wähle dann das Handy aus und kann dann damit quasi den Screen aufnehmen und ziehe mir jetzt damit sozusagen meine Instagram-Story hier rüber, weil ich ja gestern auch wegen der kaputten Kamera in der Tomatenshow die Instagram-Story eingebaut habe. Und das ist auch sehr, 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 sehr cool für alle möglichen anderen, wenn man irgendwelche Tutorials macht, irgendwelche Apps zeigt und was abfilmen will vom Handyscreen. QuickTime. Das ist, glaube ich, sogar bei Mac ist es vorinstalliert, bei Windows keine Ahnung, aber ich glaube, das ist auch kostenlos. Sehr, sehr gutes Ding. Aber zu krass, es regnet heute einfach den kompletten Tag. Es ist jetzt schon nach 18 Uhr. Es ist auch gleich dunkel. Ja. Die ganze Zeit regnet das Ding. Die ganze Zeit. Ich muss jetzt auch was frühstücken, es ist 18 Uhr. Alter, sick. Ich fühle mich nicht in der Lage, irgendetwas zu machen, so ein bisschen. Aber ich habe auch Bock auf einen Smoothie. Bam, Cardi hat sich am Abend noch das Frühstück gemacht. Es ist dunkel. Wir haben 20.25 Uhr. Danke, mein Schatz. Boah, das ist irgendwie ein richtig weirder Tag heute hier. Aber ich muss euch mal zwei Sachen zeigen. Zum einen, fettestes Beispiel für die Power der Awesome People Conference. So geil. Gordon hat Folgendes gepostet. Gordon ist unser Podcast-Vater, war zum Thema Podcasting bei der APC am Start. Und kurz nach dem APC-Interview sind Gordons zwei Podcasts, Podcast-Helden und Solopreneur aus Moshpit, sind beide in die Top 10 der Wirtschaftscharts wieder hochgeschnellt, auf 7 und auf 9. Das hätte er schon ewig nicht mehr, dass er beide in den Top 10 hatte. Und dass wir alle ausgecheckt haben, was der Gordon so macht, das ist richtig, richtig, richtig schön zu sehen, ey. Dass da alle rübergewandert sind. Sau, sau geil. Und was mich auch einfach richtig sick gefreut hat, ist, habe ich hier auch ebenfalls auf die APC-Facebook-Page gepostet. Und zwar
folgende Nummer. Kennt ihr das? Das bin ich, das ist Matthew Mockridge hier. Ich, Matthew, und was ist das? Das ist der Hörsaal an der Hochschule Kaiserslautern, BWL-Vorlesung. So witzig, in der BWL-Vorlesung wurde, das ist Holger Grünhagen. Holger Grünhagen ist Dozent an der Hochschule in Kaiserslautern und er hat mit seinen Studenten zusammen, Studierenden heißt es ja, mit seinen Studierenden gemeinsam das APC-Interview geguckt, Alter. Wie geil ist das denn bitte? Ja. Was sagst du dazu, Baby? Keine Ahnung. Baby, wie findest du das? Geil, ich hätte auch gerne einen Filmprof gemacht. Boah, das ist jetzt ein denkwürdiger Moment. Zieht euch das rein, hier. Das ist die Plattform Christians Interview. Noch 0 Stunden und 0 Minuten. Es ist jetzt Punkt 1 Uhr. Christian ist offline gegangen. 127.000, 186 Kommentare und ich bin gerade hier noch am Lesen. Hier unten sind noch ganz viele, die noch nicht beantwortet haben. Also ich glaube, Christian schlägt in Sachen Kommentaren alle. Ah, vielleicht Stefan, ah, sehr, sehr enges Rennen. Auf jeden Fall, es ist offline. Alle FEC-Interviews sind durch. 33 Dinger, that's it. Wir machen jetzt ein Facebook-Fazit live und schwelgen ein bisschen in Erinnerungen. Tom, jetzt, es zählt. Das ist echt nicht so einfach, ich dachte, boah, scheiße, nicht reißen, Alter. Nein, nein, nein! Fail! Okay, komm, wir werden ernst. Das war wieder ein epischer. Wie lange waren wir? Eine halbe Stunde live oder sowas? Mindestens. Ach, einfach schön. Einfach schön. Ich verlinke euch unterhalb natürlich auch hier nochmal wieder die APC-Community unter unserem Facebook Live. Zieht euch das rein. Ganz viele Insights und tolle Momente und einfach voll schöne schön. Kommentare auch. Boah ja, alle waren einfach mega. Am Start. Und jetzt hat gerade hier noch ein nächtliches Mal um 2 Uhr und wir gucken Casey Neistat. Und die Kameraqualität ist eigentlich auch voll gut, ne? Ist schon nicht so schlecht. Besonders die G7X hat voll das gute Display einfach. Das sieht auf dem Display fast manchmal schöner aus als in echt. Freunde, aufgegessen. Es ist jetzt mittlerweile schon 3 Uhr, ey. Wir gehen schlafen. Weirder Tag. Aber ich bin jetzt wieder ganz gut oben auf, weil einfach. Und das ist nochmal so, was ich aus der ganzen Sache rausziehe, wie du wirklich erkennst, ob du irgendwie in deinem Element bist, ob du Dinge machst, die genau deins sind, dass wenn du quasi nicht auf einem geilen Level bist und dann einfach ein bisschen dir einen Abstand gönnst und dann quasi einfach ganz normal weitermachst und ich habe jetzt heute nichts verändert, trotzdem bin ich jetzt wieder gut dabei, das ganze Feedback gelesen und einfach da ein bisschen weiter geplant und meinen Kopf gefüttert und jetzt bin ich wieder gut dabei und das zeigt mir halt, Alter, das ist halt genau meins. Ich brauche halt einfach nur, wenn ich zu stark reingehe und zu overpace, so einen kleinen Stepback, so einen freien Vormittag heute, einfach ein bisschen reden so und dann mache ich wieder weiter in einem nicht ganz so krassen Tempo und bin wieder happy und freue mich schon wieder auf den morgigen Tag und so, jetzt ist mir auch die Batterie abgekackt. Höchste Zeit, wieder nachzusagen. Also, wenn ihr merkt, es ist einfach zu krass gerade und ihr dann kurz einen Step back geht und dann wieder weitermacht und merkt so, Alter, okay, es geht mir wieder gut. Ich muss einfach nur, bei all diesen Dingen, die ich mache, so, ich muss einfach nur ein bisschen die Geschwindigkeit rausnehmen und schon bin ich wieder voll in meinem Element und habe wieder richtig viel Freude dabei und das ist herrliches Gefühl, weil im Prinzip eigentlich gar nichts kommen muss. Ich muss nur manchmal einfach mich daran reminden, so okay, wir können nicht 5 Monate am Stück mit 200 km/h unterwegs sein, sondern vielleicht mal irgendwie ein bisschen runter auf die Bremse und dann mit 140 chillig weitermachen oder irgendwie sowas. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich gehe schlafen. Bis morgen, ihr Lieben. Nochmal stärkste Right Hook. Awesome People Conference Package. Bis zum 6. Dezember. Bis kommende Woche Dienstag um Mitternacht, 23.59 Uhr, haben wir den Early Bird Preis mit 50 Euro Rabatt. Und was da reingeflossen ist in dieses Package, sorry, was da an Content drin ist, das ist einfach krass. Das ist einfach zu krass. Also, wer das Ding sich nicht holt, der muss sich einfach sagen, Leute, ihr verpasst was. Für das ganze Bonusmaterial, für unsere 50 Stunden Videocontent, einfach der ganze Value von unseren Speakern, was die da reingeliefert haben, sowohl in den Interviews als auch im Bonusmaterial, ist durch die Decke. Durch die Decke. Und wir pricen das Ding wirklich nur so günstig, weil wir wollen, dass jeder die Möglichkeit hat, sich das Ding zu kaufen. Das Basic Package im Early Bird kostet 119 Euro und da ist so viel dabei, das Premium Package 149. Und wir haben jetzt schon 3 Verkäufe vom VIP-Package. Boah, der Fokus, Alter. Ach, ich will die Asimess wieder. 3
Verkäufe vom VIP-Package, very awesome people, mit denen man mal ein geiles Wochenende, ein Mastermind-Wochenende in Berlin, Alter, das freue ich mich auch richtig drauf. Holt euch die Nummer. Wäre wirklich fett. Wäre wirklich, wirklich fett. Ihr werdet es lieben mit Sicherheit. Heute ist schon ganz viel begeistertes Feedback reingekommen von Leuten, die das Package haben und einfach völlig geflasht sind, was da alles da drin ist. Sicke Nummer. Danke für alles und bis morgen. Ciao.